herzlich willkommen. Ich bin Matthias von Mats Gitarrenkursen und ihr habt ja sicher den Song schon erkannt, What's Up von den Four Non Blondes. Und wir schauen uns jetzt heute aber nicht den Song komplett an, sondern wir bereiten den erstmal so ein bisschen vor. Das heißt, es wird jetzt zwei Videos geben zu dem Wechsel von A-Dur nach H-Moll. Dann wird es zwei Videos geben von dem Wechsel oder zum Wechsel von H-Moll nach D-Dur. Und den Wechsel A-Dur und D-Dur, den haben wir ja schon mal gemacht. Von daher brauchen wir dann jetzt nichts mehr. Und dann erst wenden wir uns wirklich dem Song zu. Weil das extrem wichtig ist, den Song auch wirklich gut vorzubereiten. Sonst endet es nur im Frust. Also, wir wollen uns heute eben diese Akkordkombination A-Dur, H-Moll ein bisschen genauer anschauen. Und dazu hole ich jetzt die Kamera ran und dann bis gleich. So, also A-Dur, wir greifen mit dem Zeigefinger im zweiten Bund auf der D-Seite, mit dem Mittelfinger im zweiten Bund auf der G-Seite und mit dem Ringfinger im zweiten Bund auf der H- oder B-Seite. Der H-Moll, der ist abgeleitet eigentlich von A-Moll. Ja, wir greifen A-Moll, greifen den dann mit Mittel-, Ring- und kleinem Finger, verschieben die drei Finger um zwei Bünde nach oben und setzen den Zeigefinger dann als Barré hin und schlagen fünf Saiten. Genauso wie bei A-Moll. So, jetzt, wenn ich jetzt aber sage, so jetzt mach mal den Wechsel zwischen A-Dur und H-Moll, dann sieht es oft so aus. Und oft ist es dann auch so, Zeigefinger kommt drauf und drückt einfach schon mal wie ein Stier und dann kommen die anderen Finger und bis die dann drauf sind, hat man schon jede Menge Kraft vertan. Und das müssen wir natürlich ganz anders machen, damit wir den Wechsel wirklich gut vorbereiten und gut hinbekommen. Dazu machen wir jetzt erstmal nur Folgendes. Den relativ, ja sagen wir mal, kürzesten Weg hat auf der einen Seite der Zeigefinger, aber den lassen wir jetzt mal außen vor. Und dann eben der Mittelfinger. Der geht in den zweiten Bund auf die H-Seite oder B-Seite. Wir machen jetzt einfach mal nur diesen Wechsel, ohne irgendwas anzuschlagen, gehen wir mit diesem Finger dann auf die H-Seite im dritten Bund und dann wieder zurück zum A-Dur. Nur diese Bewegung, dass du das Gefühl für diese Bewegung bekommst. Wie muss sich der Mittelfinger bewegen? Der muss sich ja nur so einen Zentimeter ungefähr schräg diagonal Richtung Fußboden bzw. eine Seite höher bewegen. Schön darauf achten, dass du mit der Fingerkuppe greifst. Einfach nur so hin und her gehen. Einfach mitmachen. Und gut. So, jetzt der nächste Schritt ist der, dass wir mit dem Mittelfinger rübergehen und dann die Finger, also die anderen beiden, den Ring und den kleinen Finger, so strecken. Und zwar gleichzeitig, also in dem Augenblick, wo der Mittelfinger da hingeht, strecken wir die, aber wir setzen sie noch nicht auf die Seiten, sondern machen einfach nur das. Und während wir vorher jetzt das Tempo bisschen erhöhen konnten oder das schon ein bisschen zügiger machen konnten, machen wir das Tempo jetzt hier langsamer.
Ja, also, zurück zur A-Dur. Mittelfinger geht rüber, die beiden Finger strecken sich. So, diese Bewegung ist die alles entscheidende Bewegung zwischen diesen beiden Akkorden. Warum? Weil normalerweise eben, wenn der Mittelfinger hierhin geht, die beiden Finger erstmal hierhin gehen und dann müssen wir sie strecken. Wenn wir das jetzt aber üben, dass wir sie direkt strecken, in dem Augenblick, wo der Mittelfinger auf die H-Seite geht, verkürzen wir sozusagen die Wechselzeit um ein Vielfaches. A-Dur, Mittelfinger strecken. Und immer weitermachen, bis das Gefühl langsam kommt in die Finger, dass die Steuerung der Finger ganz bewusst vonstatten geht. So, und jetzt setzen wir die drei Finger gleichzeitig auf. Sortieren, hinsetzen. Sortieren, hinsetzen. Sortieren, hinsetzen. Und auch wenn das jetzt eine gewisse Zeit dauert, versuch immer mit dem Kopf dabei zu bleiben. Also die Bewegung immer bewusst zu steuern. Und immer wenn deine Gedanken anfangen abzuschweifen, versuch dich wieder zu fokussieren auf deine Finger. Wirklich dabei zu bleiben. So, jetzt kommt der Zeigefinger dazu. Das heißt, wir setzen jetzt alle vier Finger auf, aber du hörst, da kommt kein Ton raus. Das heißt, ich drücke nicht, sondern ich habe nur ganz leichten Kontakt mit den Saiten. Es geht nur um den Bewegungsablauf. Es geht jetzt nicht darum, dass das klingt, sondern nur um den Bewegungsablauf.
So, und in einem letzten Schritt jetzt mit klingenden Akkorden einmal anschlagen, hinsetzen. Ich hoffe, dir ist der Wechsel jetzt zwischen A-Dur und H-Moll oder B-Moll, wie es im Englischen heißt, klarer geworden, dass der jetzt nach diesem Video nicht sofort fluppt, ist völlig klar. Also das geht mindestens, also das ist aber wirklich sehr wenig gerechnet eine Woche, wahrscheinlich eher 2, 3, 4 Wochen. Das ist völlig normal. Ja? Wichtig sind aber diese einzelnen Schritte. Nur den Mittelfinger bewegen. Den Mittelfinger bewegen und die Finger nach oben schieben. Dann die drei Finger gleichzeitig aufsetzen. Dann erst den Barré-Finger aufsetzen. Bis dahin läuft alles ohne Kraft. Also nur Kontakt mit den Saiten. Und erst dann, nach diesen 1, 2, 3, 4, 5 Schritten, nach diesen Schritten erst dann mit Kraft arbeiten, um zu hören, wie der Klang ist. Ja, ganz, ganz wichtig, weil dadurch sparst du immens viel an Kraft und übst den Wechsel aber noch sehr viel konzentrierter und fokussierter. Gut, wenn dir das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonniere meinen YouTube-Kanal, komm bei Facebook oder Twitter vorbei oder auf meine Homepage mats-gitarren-kurse.de und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und tschüss!